Du übst täglich auf deiner Gitarre irgendwelche Skalen, Arpeggios oder was weiß ich, Licks und so weiter. Aber jedes Mal, wenn du mal was Eigenes spielen möchtest, wenn du ein bisschen improvisieren möchtest, klingt das Ganze immer nur nach Gedudel und immer irgendwie gleich. Heute zeige ich dir mit einer ganz einfachen Möglichkeit, wie dein Gitarrespielen so klingt, als hättest du voll die Kontrolle über Solo und Rhythmus. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Als ich vor etlichen Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Tonleitern und so weiter auf der Gitarre zu beschäftigen, muss ich ganz ehrlich gestehen, lief das Ganze ein bisschen suboptimal. Ich muss sogar, kann sagen, es war wurscht, welche Tonleiter ich überhaupt auf der Gitarre geübt habe. Das klang eigentlich immer irgendwie gleich. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit der einfachsten Tonleiter, aber diesem kleinen Trick, den ich dir verrate, so spielen kannst, als hättest du volle Kanne die Kontrolle über die Akkorde, die im Hintergrund laufen und auch über dein Solospielen. Und das Ganze klingt, ich nenne es mal so richtig, personalisiert. Unser Solospielen wird klingen, als hätten wir volle Kanne die Kontrolle über eine ganze Akkordfolge. Da sehr viele immer Interesse an Bluesmusik haben und sich mit Blues-Gitarre beschäftigen möchten, beziehen wir das Ganze auch auf die Akkorde, wie es in einem Blues ist. Die Tonleiter, die wir brauchen, ist wirklich die einfachste überhaupt für die Gitarre, nämlich die A-Moll-Pentatonic. Wir spielen sie im fünften Bund. Dazu brauchen wir einfach nur den fünften Bund auf der E-Seite, den achten Bund. Auf der A-Seite 5-7, auf der D-Seite 5-7, auf der G-Seite 5-7 und dann wieder 5-8 und hohe E-Seite 5-8. Wenn ich jetzt nur mit der Pentatonic drüber spiele, klingt es eigentlich in Ordnung, ja? Kommen schöne Sachen bei raus und ja, die meisten machen das auch so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Blues spiele und vor allem, wenn ich vielleicht über mehrere Durchgänge von einem Blues spiele, habe ich einfach das Problem, das klingt irgendwann langweilig. Eigentlich schon nach dem zweiten Durchgang habe ich wahrscheinlich mein ganzes Repertoire an Licks schon verschossen und klimper eigentlich nur noch da drin rum und dann klingt das auch nicht mehr. Und jetzt machen wir die ganze Sache persönlich. Also wir spielen richtig auf die Akkorde hin. Keine Sorge, das wird wirklich ganz leicht. Zum einen müssen wir uns erstmal ganz kurz im Klaren werden, welche Akkorde haben wir überhaupt. Bei einem Blues zum Beispiel in A haben wir die Akkorde A7, D7 und E7. Ganz kurz, ich blende es hier mal ein. Das sind die Töne, aus denen bestehen die einzelnen Akkorde. Also der A7 besteht aus A, Cis, E und G. Der D7 aus D, Fis, A und C und der E7 besteht aus den Tönen E, Gis, B oder H und ein D. Aber wir brauchen gar nicht alle Töne davon, sondern wir brauchen eigentlich immer nur zwei. Und Sima-Akkorde, also so A7, D7 und so weiter, das sind Dominant-7-Akkorde. Und die wichtigsten Töne in diesem Dominant-7-Akkord, vor allem fürs Improvisieren, Solospielen und so weiter, ist die Terz, das ist der zweite Ton immer, und die Septime, das ist der vierte Ton. Also wir brauchen für jeden Akkord nur den zweiten und den vierten Ton. So, beim A7-Akkord sieht das Ganze dann so aus. Die Terz war ja das Cis und die Septime ist das G. Beim D7 haben wir als Terz einen Fis und als Septime ein C. Seht ihr was? A7, D7. Jetzt gehe ich wieder zurück auf mein A7. Und ich habe ja noch einen Akkord, den E7, da ist die Terz des Gis und die Septime des D. Also habe ich A7, D7, wieder A7 und E7. Theoretisch könnte ich jetzt mir einen kleinen Rhythmus zusammenbauen. Ich nehme das mal als Akkordfolge her. Ich spiele beim A einfach die leere A-Seite. Beim D spiele ich hier den Basston D. Und beim E entweder die leere E-Seite oder hier im siebten Bund auf der A-Seite den Ton E und dann geht's. Kann ich also auch eine komplette Begleitung schon nur mit den drei Akkorden machen. Und habe eigentlich nur minimal was zu tun. Und wenn ich hier noch einen Bassisten dabei habe, kann ich die Bassnote auch noch weglassen. Ist es nur noch so. Und hätte eine komplette Begleitung über einen kompletten Blues.
Die Töne der A-Moll-Pentatonik sind ein A, ein C, ein D, ein E, ein G und dann kommt wieder die Oktave mit A. Jetzt können wir sogar noch einen Ton weglassen, nämlich immer die Septime. Und warum? Ganz einfach aus dem Grund, die ist ja sowieso schon in unserer Skala drin. Wenn ich nämlich jetzt meinen A7-Akkord hernehme, ja, haben wir ja gesagt, Cis ist die Terz und das G ist die Septime und das G ist ja schon in meiner Skala drin. Nehme ich den D7-Akkord her, habe ich die Tertia, das Fis und das C war die Septime. Die ist ja auch schon hier in meiner Skala drin. Können wir also auch weglassen, weil wir es nur so gleich mitspielen. Und beim E7-Akkord ist es genauso, die Terz ist das Gis und die Septime ist das D. Die können wir auch weglassen. Also brauchen wir zu unserer Pentatonik eigentlich nur die Terz des Cis, wenn es ums A7 geht, das Fis, wenn es ums D7 geht und das Gis, wenn es ums E7 geht. Und jetzt habe ich drei coole Licks, die ich dir gerne mal vorspielen möchte. Du findest natürlich alles wieder auf meiner Website und kannst es dann genau nachvollziehen, mal durchlesen und dir natürlich selber mal darüber Gedanken machen. Der erste Lick, ich spiele einfach mal vor, erstmal ohne Rhythmus, sieht das Ganze so aus. Mit Tempo. Obwohl ich nur die Pentatonik spiele und immer nur diesen einen einzigen Ton pro Akkord reinschmeiß, höre ich genau, welcher Akkord eigentlich kommt. Das Ganze jetzt mal mit Rhythmus. Beim Lick Nummer 2 machen wir es so, ich spiele entweder aus der Pentatonik und bände mal auf die Terz oder ich gehe direkt auf die Terz vom Akkord ein und bände dann auf den Ton von der Pentatonik. Da klingt das Ganze zum Beispiel so. Das Ganze mit Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Der nächste Lick ist einer meiner Lieblingssachen auf der Gitarre überhaupt. Das sind Repeating Patterns, ganz einfach aus dem Grund, weil man dann so richtig schön mal bei der Gitarre Gas geben kann. Und auch hier personalisierte Repeating Patterns wieder über unsere Akkordfolge. Und das Ganze jetzt wieder mit den Akkorden. 1, 2, 3, 4. Und das ist auch so eine Art und Weise, wie man eigentlich mit Skalen am besten arbeiten sollte. Man immer mal ein bisschen schauen, was liegt denn da eigentlich so im Hintergrund und ja, was muss ich an meiner Skala verändern, damit das dann so richtig gut wieder passt. Du findest alle Noten, Tabs und so weiter aus dieser Lesson, die genaue Erklärung nochmal auf meinem Blog. Den Link findest du einmal unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Wenn du jemanden kennst, der sich vielleicht gerade mit dem Thema Solospielen beschäftigt und du sagst, irgendwie wäre es vielleicht ganz gut, wenn der das auch wüsste, dann teil doch mit dem das Video, damit der auch was davon hat. Ja, wir sehen uns in der nächsten Lesson. Dem Ganzen noch einen Daumen nach oben und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Der Michel.